Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid und lasst euch mit hineinnehmen in die Vision vom Segelschiff der Liebe Gottes. Ja, ich will sie mal nochmal richtig versuchen in unsere Herzen zu bringen, denn für mich war es ein klares Reden Gottes, das uns Orientierung gibt. Ja, für Gemeinde Jesu, ja, für Kirche, wie Kirche sein soll, wie Gott sich Kirche vorstellt, das ist in dieser Vision total enthalten. Ja, sie war schon 2004, am 17.09., Tag vorher hat Gott zu mir gesprochen, setz die Segel, und ich wusste nicht, welche Segel meinst du, Herr, und dann gab er mir diese Vision vom Segelschiff in einem ganz bewussten Traum. In einem ganz bewussten Traum sah ich dann ein hell erleuchtetes Segelschiff, wo Gott mich dann darüber führte und mir erklärte, was es mit Gemeinde Jesu auf sich hat und was er sich unter Gemeinde Jesu vorstellt. Ja, dieses Segelschiff, das hell erleuchtet war, strahlte und hat so eine besondere Botschaft in sich. Unser Auftrag als Gemeinde soll es sein, werft den Menschen die Rettungsringe zu. Dieses Bild, dass Jesus ein Retter ist, ein Heiland, ein Erlöser, das ist so treffend. Es heißt ja auch über ihn, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. Ja, in Titus 3, Vers 6. Es ist uns im reichen Maße etwas geschenkt, was Jesus für uns auf Golgatha erwirkt hat. Es heißt ja auch in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Nur in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus ist Rettung. Er ist der Retter und Heiland, der von unserem wunderbaren Vater auf diese Erde gesandt wurde. Und er war bereit zu kommen, um auch uns Menschen zu erlösen. Und wir haben als Gemeinde Jesu einen klaren Auftrag. Und es ist so wichtig, dass Gemeinden und Kirchen immer wieder diesen Auftrag im Fokus haben. Was ist unsere Existenzberechtigung? Warum gibt es Gemeinde Jesu? Ja. Und das ist so wichtig, dass wir das den Menschen auch bewusst machen. Dieses individuelle Reden Gottes setzt die Segel. Das sind geistliche Segel, die will ich uns später erklären. Heute will ich mal den Schwerpunkt auf den Auftrag legen, den wir als Gemeinde haben. Es geht darum, rettet Menschen. Jesus kam als Retter und er will die Menschen retten. Er will uns nicht in eine religiöse Beziehung hineinrufen, sondern er will uns in eine Liebesbeziehung hineinrufen, die einfach auf dem Fundament der Liebe steht. Aus Liebe folgen wir Jesus nach. Aus Liebe nehmen wir ihn in unser Herz auf. Ja? Lehrt sie das Wort. Heike hatte schon das schöne Wort in der Einleitung, dass wir das Wort Gottes achten. Es ist so vieles in dem Wort Gottes enthalten. Darum müssen wir das Wort Gottes, die biblische Lehre, wieder wirklich den Menschen nahe bringen. Und jeder sollte einen geistlichen Hunger haben, auch aus dem Wort Gottes zu lernen. Führt sie in Dienste hinein. Gott kann jeden gebrauchen. Er braucht wirklich jeden Menschen, um sein Reich zu bauen, wie wir es im Vater unser beten. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So soll sein Wille geschehen, auch bei uns und in unseren Familien, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde. Also Vision ist ja ein wichtiger Faktor, ja? Ohne Vision verlieren Menschen jegliche Antriebskraft. Wenn es hier in Sprüche 29, Vers 18 heißt, wo keine Offenbarung oder Vision ist, wird das Volk wild und wüst. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wir brauchen auch immer wieder das individuelle Reden Gottes für uns, dass wir uns Richtung abnehmen, dass wir wirklich seine Stimme hören. Jesus sagt ja auch, meine Schafe hören meine Stimme. Und darum ist dieses Reden Gottes so wichtig, und das war für mich so groß, als Gott da mich über dieses Schiff geführt hat.
Das hat ja 10 Tage angehalten. 10 Tage konnte ich keinen anderen Gedanken fassen, wie dieses wunderbare Segelschiff und wie Gott mir da alles erklärt hat. Ja? Und es ist wirklich nicht irgendwo ein Hirngespinst, dass der Ferdi sich da ausdenkt, sondern es ist ein Reden Gottes, ganz individuell, stark und mächtig. Und es steht in keiner Weise in dem Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Es geht absolut konform mit dem, was die Bibel uns sagt. Ja? Deswegen ist ja auch dieses Thema, die Vision vom Segelschiff der Liebe Gottes und ihre biblische Grundlage. Ich will uns einfach zeigen, dass es auf biblischem Fundament steht und dass es absolut Gottes Reden war. Bill Heibels sagte einmal, Vision steht im Zentrum allen Leitens. Wenn Sie einer Führungspersönlichkeit ihre Vision wegnehmen, ist es, als ob Sie ihm das Herz aus dem Leib schneiden. Ohne Vision verlieren Menschen jegliche Antriebskraft. Und ich kann euch sagen, diese Vision hält mich auf Kurs, weiter fürs Reich Gottes zu kämpfen, für Gemeinde Jesu zu kämpfen, hier im Kreis Merzig-Wadern Reich Gottes zu bauen, die freie Christengemeinde lebendig zu halten. Es ist diese Vision. Ich hätte, meine Frau und ich, wir hätten schon aufgegeben, wenn Gott nicht dieses klare Reden gegeben hat. Aber es ist für uns wie ein Anker. Wir halten uns daran fest und wir machen weiter, weil Gott gesprochen hat. Ich habe mal versucht, dieses Segelschiff zu malen. Das ist mir nicht so gut gelungen. Und hier kommen auch die Farben nicht so durch, wie sie auf dem Bild da waren. Ja? Aber es ist einfach mal zu zeigen, es war mir wichtig, das festzuhalten. Wirklich, welche Segel müssen wir dann setzen? So war die Frage. Und Gott hat mir das alles ausführlich erklärt durch seinen Heiligen Geist. Und es war so schön. Es ist ja einmal diese 3 Masten, wo die Fahnen oben auf den Masten sind, Liebe, Annahme, Vergebung. Und auf diese 3 Säulen sollen die Gemeinde gegründet sein. Diese Lebenseinstellungen, dass wir Liebe üben, aneinander, miteinander, dass wir Annahme haben für andere Menschen, egal von Kultur und Hautfarbe. Wir leben in einer Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft. Es ist so wichtig, dass wir diese Haltung einnehmen, wie wir auch im Vater unser gelehrt werden. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn wir unseren Verschuldigern nicht vergeben, dann kann der Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Das ist eine ganz wichtige Sache und eine wichtige Säule, worauf Gemeinde gegründet ist. Ja, ich kann das jetzt nicht alles hier ausführlich erklären. Ich will auch mal auf den Auftrag und die Vision, den wir als Gemeinde festgelegt haben, noch einmal euch ans Herz legen, damit wir alle darin wirklich erkennen, es ist Gott, der hier gesprochen hat. Weil Jesus uns zuerst geliebt, den Himmel verlassen hat und für uns bis ans Kreuz ging, darum wollen auch wir ihn von ganzem Herzen lieben. Wir wollen in sein Bild verwandelt werden und ihm nachfolgen. Ja? Also Jesus hat uns zuerst geliebt. Das ist mal wichtig zu erkennen. Er ging für uns ans Kreuz. Er hat den Preis bezahlt, wirklich sich ans Kreuz zu kämpfen und für uns sein Blut zu vergießen. Er war ohne Schuld und ohne Sünde. Und weil er ein reines Opfer war, sieht Gott uns an durch dieses Kreuz von Golgatha. Er sieht uns an durch sein Blut, wo wir dieses Opfer für uns persönlich annehmen, wenn wir den Rettungsring ergreifen. Es ist unsere Aufgabe, jeder Einzelne für sich hat den Auftrag von Gott her, in sein Bild verwandelt zu werden. Ja, wie es in Epheser 4,15 heißt, dass wir Stück für Stück in sein Bild verwandelt werden. Oder auch im Römer 8, dass wir seine Prägung annehmen sollen, dass sein individuelles Vorbild uns wirklich groß ist und dass wir es anstreben, dahingehend verändert zu werden. Weil er uns ein Vorbild im Dienen war, darum wollen auch wir dienende Christen sein. Ja? Also viele Menschen nehmen einfach nur das für sich in Anspruch. Jesus, ich will dein Opfer annehmen.
Ja, was habe ich davon, wenn ich es annehme? Ich brauche Sündenvergebung. Ja, schön und gut. Aber das Resultat daraus ist immer, dass wir dienen. Dass wir ihm dienen aus Dankbarkeit. Nicht aus einem Muss oder einem Zwang, sondern aus absoluter Dankbarkeit. Ja, er war uns ein Vorbild. Er selbst kam als ein Diener. Ja, er kam als ein Diener und war uns im Dienen ein absolutes Vorbild. Und wir wollen uns entscheiden, wir wollen uns untereinander lieben, wie diese Fahnen auf diesen Masten, ja. Wir wollen einander lieben, Jesus gab uns das neue Gebot. Daran soll ihr jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Ja, diese Liebe ist immer Erkennungszeichen. Wir wollen einander annehmen. Diese Annahme ist wichtig, wie es in Römer 15, Vers 7 heißt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ja, das ist so wichtig. Wir wollen das praktizieren. Es ist eine Entscheidung des Herzens. Wir wollen in einer ständigen Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft leben. Ja, wie ich es eben erklärt habe. Wir wollen in einer geistlichen Einheit mit der Hilfe des Heiligen Geistes Gemeinde Jesu bauen. Geistliche Einheit ist für Gemeinde Jesu ganz wichtig. Es ist so wichtig, dass wir eins sind, dass wir, wie es in Epheser 4, Vers 3 heißt, dass wir die Einheit im Geist bewahren, so wie der Heilige Geist sie uns schenkt. Mit allem Fleiß, sagt die Elberfelder Übersetzung. Die Einheit im Geist zu wahren, das heißt, dass ich tiefgründig nichts im Herzen habe gegen den Bruder und meine Schwester. Ja? Das ist so entscheidend, auch für den erfolgreichen Gemeindebau. Wir nehmen alle Menschen, die Gott suchen und Jesus nachfolgen, auf. Ja? Die bereit sind, auch wirklich Jesus in ihr Herz zu lassen, ihn kennenzulernen, sich auf den Weg zu machen mit ihm. Ja? Denen wollen wir mit einem offenen, annehmenden Herzen helfen. Dieser Rettungsring ist ja ein Bild auf Jesus Christus. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, auf den Retter und auf den Heiland, wie es auch im Hebräer heißt, 12 Vers 1, lasst uns aufsehen zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und wir wissen, wie der Vater uns seinen Sohn gibt aus Liebe, aus einer übernatürlichen Liebe, wie es in Johannes 3, 16, was auch meine Autonummer ist. Wie es dort heißt, der zentrale Vers der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, ewiges Leben will er uns geben. Zur Ewigkeit ist der Mensch berufen und bestimmt. Ewigkeit ist seine Bestimmung. Ja? Es ist nicht diese paar Jahre hier auf Erden, das wäre eine traurige Sache. Der Mensch, den Menschen hat Gott für die Ewigkeit gemacht. Das ist Liebe pur, die Liebe des Vaters, der Retter und Heiland kam. Und es ist einfach kein schöneres Bild, dass dieses so wiedergibt wie dieser Rettungsring. Ja? Jesus ist ein Retter. Ein Heiland, ein Erlöser. Ja? Er gibt uns diese Rettung, die wir als Menschen brauchen. Das müssen Menschen mal wieder erkennen. Es reicht nicht aus, dass ich nur Religion habe. Ich brauche den Retter persönlich in meinem Herzen. Ja, die ihn in ihr Herz aufnahmen, heißt es in Johannes 1, Vers 12. Denen gab er das Vorrecht, das Anrecht, die Macht. Im Griechischen steht dort Exousia, Gottes Kinder zu werden. Wir werden dort Gottes Kinder, wenn wir diesen Rettungsring ergreifen. In Vers 17 Johannes 3 heißt es dann weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Rettung ist unser Inhalt auch dieses Schiffes. Wir sind ein Rettungsschiff, kein Vergnügungsschiff. Wir sind auch ein Arbeitsschiff. Es hat mit Einsatz zu tun, mit Hilfsbereitschaft, mit einem liebenden Herzen. Ja, das ist so wichtig. Und als ich auch letzte Woche wieder gebetet habe, ich bete ja immer meine Familie durch, jeden Einzelnen,
Und als ich so im Gebet war, hat Gott mir wieder dieses Bild geschenkt, dass meine Kinder die Rettungsringe auswerfen. Überall an Deck dieses Segelschiffe lagen Rettungsringe. Und die Menschen draußen, die waren schiffsbrüchig, die waren da irgendwo, wollten sie gerettet werden. Und sie haben geschrien vor Schmerzen und Angst. Und meine Kinder haben dann überall diesen Menschen Rettungsringe zugeworfen. Ja, das ist so schön zu sehen. Und ich erkenne es auch so, wie meine Kinder das auch machen. Ja, wir haben ja 4 Kinder, 4 Enkelkinder, bald 6 Enkelkinder. Und so ist es einfach schön. Meine Kinder sehe ich, wie sie den Menschen den Rettungsring zuwerfen, wie sie die frohe Botschaft weitergeben, wie sie sich um Menschen kümmern, wie sie Hauskreise haben und dafür kämpfen. Das ist so schön und das macht mich als Vater so froh. Ja, ich will nicht sagen stolz, es macht mir auch stolz, aber ich bin froh darüber, weil Gott hat es mir damals in der Vision gezeigt. Meine Kinder, vielleicht werden die richtige Erfolg erst mit diesem Rettungsschiff sehen. Ja, aber sie werden es tun. Sie tun es. Sie werfen den Menschen diesen Rettungsring zu. Das ist so schön, ja. Habe ich mal versucht, so auf die Segel zu schreiben, was da alles wichtig ist. Ja, die Säulen der Gemeinde ist Liebe, Annahme, Vergebung. Und wir wollen diese Segel gemeinsam setzen, ja. Diese Segel, ja, wenn man da mal an den ersten Mast geht, das ist einfach, dass wir Gebet, Anbetung und Lobpreis praktizieren. Ja? Es bezieht sich, dieser erste Mast bezieht sich auf die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde ist uns ein Vorbild, weil sie Jesus kannten und weil sie genau das so umsetzen, wie Jesus es von ihnen forderte, von ihnen wollte. Ja? Wie es auch in der Apostelgeschichte 2,42 heißt. Sie waren täglich zusammen, ja, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Und sie haben zusammen das Mahl gefeiert, in der Lehre der Apostel. Das war ihnen so eine wichtige Angelegenheit. Und das soll auch für uns gelten, als Christengemeinde oder als Kirche, ja. Zusammen zu sein im Gebet. In Corona-Zeiten ist das alles gar nicht so einfach. Aber dennoch müssen wir das praktizieren wollen. Denn Jesus sagt ja auch, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist wichtig, sich zu treffen, zusammen zu beten, Gemeinschaft zu haben. Ja, und aus diesen Gemeinschaften sollen Freundschaften entstehen, gute Beziehungen. Wie wir sie auch hier in der Gemeinde haben. Das ist schön. Achtet einander. Gebt einander Wertschätzung. Es ist ein Vorrecht, Brüder und Schwestern zu haben, die mit einem auf dem Weg sind, die mit einem für diese gute Sache stehen. Diese Sache mit dem Segelschiff ist ja wirklich die beste Sache, die es gibt. Wir können uns für nichts produktiver einsetzen oder das, was einen größeren Lohn verheißt, wie dieses Anpacken in der Gemeinde Jesu. Dieses wirklich Mithelfen. Nichts hat eine größere Lohnverheißung, ja. Einen 100-fachen Lohn verspricht Jesus denen, die das ernst nehmen. Gemeinschaft, Freundschaft, gute Beziehungen, ja. Da sollen wir immer bereit sein, eine Freundschaft zuzulassen, eine weitere Freundschaft zu wollen, ja. Gute Beziehungen, Qualität von Beziehung, ja. Das ist das, was Gott will. Einheit im Herzen. Lehre, Schulung ist wichtig. Ja, sie waren zusammen in der Lehre der Apostel. Es ist so wichtig, sie feiern das Abendmahl als Gedächtnismahl, was Jesus für uns getan hat. Teilen Brot und Wein untereinander, ja? Und denken dran, Jesus gab sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. Ja, er gab sein Brot, sein Leib hat er hingegeben für uns. Und das soll uns immer wieder froh und dankbar machen. Ein zweiter Mast ist einfach hier, wir sind unterwegs zum Himmel. Das Ziel ist einfach, dort anzukommen, der Himmel in unserem Herzen. Wir segeln in der Hoffnung, in der Zuversicht, weil wir auf dem Weg sind zu Gott selbst. Und da müssen wir uns immer wieder ausrichten, auch nach dem, wie Gott uns führt durch sein Wort.
ja, Nachfolge, Jüngerschaft, Mission. Ich kann jetzt nicht auf jedes Segel eingehen. Das werden wir in den nächsten Teilen ausführlicher tun. Der fünffältige Dienst ist wichtig. Dass wirklich dieser fünffältige Dienst geschieht. Berufung, Sendung ist wichtig. Menschen werden von Gott berufen. Dann kommen sie auch in die Dienste rein, die Gott für sie vorgesehen hat. Ja, auch Ehrenamt ist, hat Gott mir damals bewusst gemacht. Macht es im Ehrenamt. Wir leiten ja jetzt seit 2003 diese Gemeinde und wir tun es im Ehrenamt. Wir nehmen uns kein Gehalt, kein Lohn. Wir können als Gemeinde viele Missionswerke unterstützen, weil wir auch das im Ehrenamt machen. Ja? Wir können da wirklich weitergeben. Jesus sagt ja, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Und wir kämpfen jetzt schon 30 Jahre für Gemeinde im Ehrenamt. Es ist uns eine Ehre. Es ist uns eine Freude, es ist uns ein Vorrecht. Und wir wollen das auch weiterhin so tun. Ja? Es spricht nicht dagegen, dass Pastoren wirklich sollen auch bezahlt werden für ihren Job, wenn sie von ganzem Herzen Reich Gottes bauen und auch sich da eingeben. Dann ist das okay und ist absolut in Ordnung, wenn sie keine anderen Einkünfte haben. Ja? Also Gnadengaben des Heiligen Geistes wollen wir aufrichten, ja. Die Waffenrüstung ist wichtig, dass jeder sie anlegt. Heilung, Wiederherstellung der Persönlichkeit, dass diese Seelsorge geschieht am Menschen. Aber im Schiff ist auch wichtig, auch in der Gemeinde Jesu, Unterordnung, Loyalität, Integrität. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass das auch in der rechten Ordnung alles geschieht. In der rechten Haltung des Herzens. Die Frucht des Heiligen Geistes soll sichtbar werden. Der Heilige Geist gibt dieses ganze Paket an Frucht. Die Frucht des Heiligen Geistes ist ein starkes Segel, genauso wie die Gnadengaben. Ja, das ist ein starkes Segel. Man weiß, bei den Segelschiffen sind unten die größten Segel. Ja, und das waren wirklich diese ganz wichtigen Segel. Ja, Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut. Auch diese Treue in Bezug zu Glaube, das soll alles wachsen und muss hoch, die Lappen müssen hoch, ja, die Lappen müssen hoch. Aber ein bisschen, um das besser zu verstehen, wie Gott mir das erklärte, das gab mir so eine klare Sicht für das, was Gemeinde Jesu ist, ja. Es gab mir so eine Klarheit, so eine Sicherheit, so ein klares Bild, was Gemeinde sein soll. Wenn wir einmal sehen, das Schiff gehört unserem himmlischen Vater. Ja? Er ist so gesehen der Reeder oder der Eigner des Schiffes. Und er gibt uns und teilt uns zu, was wir für das Schiff brauchen, wie ein Eigner das macht oder ein Reeder. Er stellt alles zur Verfügung. Die himmlischen Ressourcen sind uns zur Verfügung gestellt vom himmlischen Vater. Und wir sollen sie uns nehmen im Glauben. Der Rettungsring, haben wir schon ausführlich belichtet, ist ein Bild auf Jesus Christus. Er will immer ins Wasser, er will immer retten, er will immer zu den Menschen. Er liebt die Menschen, davor ging er ans Kreuz. Ja? Das sagt uns ja auch alles, auch diese Bibelstellen sagen uns das. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gibt keine Hintertür in den Himmel. Man muss diesen Jesus, diesen Gottessohn, muss man in sein Herz aufnehmen und muss wirklich ihn Weg, Wahrheit und Leben sein lassen. Der Wind ist so wichtig, ja. Wir müssen die Segel setzen, damit der Wind auch hineinkommt. Und der Wind ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Er treibt uns an, er zeigt uns die Menschen, wo sie sich retten lassen. Ja. Er führt uns, er leitet uns, er gibt uns einen Antrieb. Wie es in Römer 8, Vers 14 heißt, die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder, die vom Geist Gottes geleitet sind. Sind Gottes Kinder. Das Handbuch ist Gottes Wort, die Bibel, die ist als solches immer zu akzeptieren und zu respektieren. Darum ist es so wichtig, Gott wird niemals ein Reden geben außerhalb der Bibel. Auch dieses Segelschiff, es ist ein absolutes Reden Gottes, konform mit der Bibel. Absolut konform mit der Bibel. Das hat mich ja so begeistert. Das hat mich also wirklich so auch gefesselt auf diesen. Ich konnte wirklich 10 Tage nur über dieses Schiff nachdenken. Ich war auf der Arbeit, ja.
Ich habe auch keinen leichten Job gehabt. Aber im Gedanke war ich auf diesem Schiff. 10 Tage. Ich war auf diesem Schiff, habe mit meiner Familie geredet, war auf diesem Schiff. Da hatte nichts irgendwo eine größere Rangordnung wie dieses Schiff. Gewaltig, das ist ja, nicht nachzuvollziehen für Außenstehende. Aber für mich, es hält mich immer wach. Ich denke an das Schiff und dann, manchmal muss Gott mir wieder einen Fußtritt geben, damit ich richtig in die Spuren komme. Ich gucke immer auf dieses Schiff. Ich gucke immer auf dieses, was Gott geredet hat. Und ich lehre danach, ich rede danach, ich predige danach. Wenn das jetzt 330 Teile Siegreich Leben lernen sind, dann ist es das, was Gott mir hier gezeigt hat. Was Gott mir ins Herz gebrannt hat. Es ist das. Das Handbuch ist Gottes Wort. Der Anker ist wichtig, wir haben Schiff, ein Anker macht sich fest, ja, es macht sich fest, es ist sicher, wenn der Anker wirklich fest ist, im Boden sich verankert, ja. Und das ist ein Bild dafür, dass jeder, der auf diesem Schiff dient, fest verankert ist, Liebe hat zu der Gemeinde, Liebe hat zum Schiff, die Menschen dort liebt. Eine Verbindung, eine Liebesbeziehung, ja, das ist Gottes Wille, ja, liebt einander, wie Christus euch geliebt hat, ja, und dann der Kompass. Kompass ist auch wiederum ein Bild auf den Heiligen Geist, auf die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist nicht nur der Wind, er ist auch der Kompass, der uns auf Kurs hält, ja, wie es auch im 2. Korinther 13, Vers 13 heißt. Dass die Liebe Gottes, ja, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wichtig ist. Die Gemeinschaft, dass wir persönliche Gemeinschaft haben. Ein Kompass zeigt einem an, wenn man die Richtung verliert. Da müsst ihr es wieder neu ausrichten. Da ist Norden, da ist Süden, Osten, Westen. Wo lauft ihr verkehrt? Ja, wo habt ihr die Gemeinschaft verloren? Orientiert euch wieder an dem, was wichtig ist. Das größte Problem, auch von den staatlichen Kirchen, ist, dass sie sich nicht auf das Wesentliche, was Gott will, wirklich nicht mehr fokussiert sind auf das, was Gott gesprochen hat. Sein Auftrag und sein Evangelium müssen im Zentrum stehen. Und das ist traurig, ja? Wenn die katholische Kirche so viel Austritte hat, auch wegen Kindesmissbrauch und all diesen schlimmen Dingen. Dann ist, weil sie sich vielen Dingen verirrt haben. Ja? Und das ist schlimm. Und ich denke, wenn diese Botschaft in unserem Herzen ist, dann werden wir Wachstum haben. Wir werden erleben, dass Gott immer noch rettet und sich dazu stellt. Darum brauchen wir den Kompass, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja? Die Flagge des Kreuzes ist so wichtig. Jesus hat bezahlt, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Jesus hat bezahlt. Sein Kreuz ist wirklich ein Zeichen, das Zentrum in der Menschheitsgeschichte. Und dahin gilt es, immer wieder meine Sündenschuld abzuladen. Sein Blut wascht uns rein von aller Sünde. Und das müssen wir immer rühmen über uns und über unsere Schuld. Sein Blut hat bezahlt. Deswegen lasst uns aufsehen zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja? Der Kurs ist der Himmel, das neue Jerusalem, das einmal herabkommen wird. Am Ende der Zeit, diese goldene Stadt, die unendlich groß ist. Und dort haben wir Gemeinschaft mit Gott persönlich. Halleluja, mit Jesus vereint zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wie schön. Ja? Aber jetzt wieder zu dem Auftrag. Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Bestimmung als Gemeinde? Was ist wichtig? Also erstens mal, wir müssen das Evangelium wieder verkünden. Ja, die frohe Botschaft geht und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um zu retten. Der Rettungsring zu den Menschen. Das muss ganz groß und wichtig sein. Seelsorge ist wichtig. Wenn wir dann diese, wie wir dann die Schiffsbrüchigen wieder an Deck gezogen haben, haben wir ihre Wunden wurden behandelt, ja, wurden wieder gesund gemacht, sie wurden gepflegt. Und so ist auch ein Bild darauf, Gott will alle Verletzungen heilen. Er will wirklich heilen, Lehre, Zurüstung, Dienst.
Ja, ist ganz zentral, dass wir wirklich auch diese Lehre praktizieren. Ja, alles dient dazu, die Predigten dienen dazu, unsere Bibelstunde oder unser Zoom-Meeting, wie wir es jetzt immer mittwochs haben, dient dazu, dass Menschen zugerüstet werden zum Dienst. Dienst, wofür schlägt ihr Herz? Was ist wichtig? Ja, ich gehe mal nochmal auf diese Punkte ein bisschen genauer ein. Also, werft den Menschen die Rettungsringe zu. Das ist unser Auftrag, ja? In Markus 16, 15 und 16 heißt es, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft, die frohe Botschaft, die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir erkennen die Kraft des Kreuzes. Paulus selbst sagte, ich weiß, will nichts mehr wissen, außer das Kreuz. Das Kreuz ist die Rettung. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Glaube setzt sich voraus, auch die Glaubenstaufe ist grundlegend wichtig. Keine Säuglingstaufe, steht nirgendwo in der Bibel. Sie glaubten und als Resultat ihres Glaubens ließen sie sich taufen. Wenn du nicht getauft bist, lass dich taufen. Ja, biblisch taufen, das ist das, was Gott gefällt. Also dieser Rettungsring ist zentral von diesem Vision vom Rettungsring der Liebe Gottes. Ja? Jeder Mensch steht vor der Entscheidung zuzugreifen. Ja? Zuzugreifen, der Heiland. Es ist mein Heiland. Nicht der fremde Jesus da, ne? Der fremde Gott da, der mit dem langen Bart. Sondern Jesus, der Retter, der Heiland, ist mein persönlicher Heiland geworden. Jesus, du liebst mich. Ich liebe dich. Und ich liebe ihn nicht nur, damit ich einen Vorteil habe, gerettet werde, sondern ich liebe ihn aus Dankbarkeit. Ich liebe ihn dafür, weil er für mich alles gab. Für mich persönlich. Und das macht Glaube persönlich. Also sag, wie lange möchtest du noch auf den Wellen der Unentschiedenheit dich treiben lassen? Ja, die Menschen waren verletzt und trieben da, ja. Und wenn sie den Rettungsring nicht gegriffen haben, sind sie untergegangen. Ja, darum ist es so wichtig, wie lange will ich noch treiben lassen? Guter Gedanke, im Meer der Verlorenheit herumzuschwimmen und womöglich darin unterzugehen. Gott wirft dir in Jesus Christus seinen Rettungsring zu. Ergreife ihn und lass dich endlich retten. Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jeder Mensch, und wir werfen die Rettungsringe zu. Wenn dir keiner von Jesus erzählt, wie willst du den Rettungsring ergreifen? Ich habe doch damals die Kommunion gekriegt oder die Konfirmation. Bin doch auch damals gedarft gehen, Sellemolz, ne, sagen die Saarländer. Das reicht nicht. Ich brauche eine Beziehung zu dem Retter. Ja, darum verkündet das Evangelium. Freundlichkeit bricht dem Teufel die Knochen. Verkünde das Evangelium in Freundlichkeit. Ja, das ist so wichtig. Es ist immer wieder eine bleibende Herausforderung. Wirklich, ich will Jesus bezeugen. Ich bete immer, Herr, wenn du mir heute eine Gelegenheit gibst, auch wenn ich im Fitnessstudio fahre, ja, dann will ich dich bezeugen. Ich will von dir erzählen. Und so sage ich, okay, ich weiß, es ist eine Gelegenheit. Und dann sage ich den Menschen ins Herz, du brauchst Jesus. Du brauchst nicht Religion, du brauchst Jesus Christus. Manche sind schon alt, 70, 80 und gehen immer noch trainieren. Sag mal, seid meine Trainingsvorbilder. Ich will auch noch mit 80 fit bleiben. Ja, finde ich stark. Aber was nützt es ihnen, wenn sie mit dem gesunden Leib verloren gehen? Mit dem trainierten, voller Muskeln und Power. Das nützt nichts. Sie brauchen Jesus Christus auch für ihre Krankheiten, ihre Schmerzen, ihr Leid. Er ist für alles gestorben. Ja? Eine brauchbare Verkündigung. Paulus drückte es so aus. In 1. Korinther 9, 22 und 23. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwache gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.
Bist du bereit, Menschen zu retten? Bist du ein Pontifex, der wirklich eine Brücke baut zu Gott? Alles aber tue ich um des Evangeliums Wille, um an ihm teilzuhaben. Also Paulus drückte das so aus, ja, diese Leidenschaft. Ich will alles ransetzen. Herr, schenk mir Weisheit, gib mir Liebe, gib mir dort wirklich das, was ich brauche, um das Evangelium zu verkündigen. Ja, da waren wir eben auf dem Schiff. Ja. Zweiter Gedanke, hier dieses Auftrags, Seelsorge. Gott will alte Verletzungen heilen. Auch durch dieses Erkennen, ich muss vergeben, ich muss loslassen. Alte Geschichten, ich will loslassen. Und dann kommt oftmals schon Heilung in Menschen. In Epheser 3, 16 und 17 heißt es, ich bitte Gott, auch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Das ist das Gebet auch von Paulus. Ihr sollt innerlich stark werden, eure Wunden sollen geheilt werden. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn er in dir lebt, brauchst du keine mehr in dieser Welt zu fürchten. Jesus in dir, dass er in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Und auf sie sollt ihr bauen, auf diese Liebe Gottes. Ja? Seelsorge ist so wichtig. Jesus heilt unsere Verletzungen. Jesaja 61, er kam, um die Gefangenen freizusetzen, um ihnen die Trauerkleider auszuziehen, ihnen Freudenkleider anzuziehen. Er hat diese Gefangenschaft wirklich herausgeführt. Die Handschellen gingen auf durch Vergebung, durch Wiederherstellung und Heilung. Jesaja 41, Vers 10 heißt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir. Und das ist ein Heilungsprozess, der braucht auch Zeit. Aber wichtig ist es, wir wissen, Gott hält mich an der Hand, Jesus tröstet mich. Er hilft mir, er richtet mich wieder auf. Er sagte auch, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Und dann nehmt auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht. Ja? Lernt von mir. Jesus ist unser Vorbild auch in Barmherzigkeit. Dieser dritte Auftrag ist Lehre, Schulung zum Dienst. Es ist so wichtig, viele gehen unter. Viele kommen in Irrlehren und Sekten hinein, weil sie keine Ahnung haben von Gottes Wort. Ja, das ist ein Riesenproblem. Sie nehmen Dinge an, die der Teufel eigentlich anbietet und verwischen es und verwässern es mit der ganzen Wahrheit des Wortes Gottes. Wir müssen Lüge einreißen und sie ersetzen mit der Wahrheit. Ja? Epheser 4, Vers 11 heißt, und er, Jesus, schenkte seiner Gemeinde, ja, dieses steht in Klammern, er, der Herr Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Warum hat er die gegeben als Geschenk für die Gemeinde? Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes. Zurüstung, wir sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Der ganze Gemeinde soll erbaut werden durch die Dienstgaben, durch die Funktionsgaben. Wir müssen den Missionsbefehl ernst nehmen. Ja, bevor Jesus in den Himmel war, nordete er seine Jünger nochmal ein. Das ist jetzt das Zentrum, das ist das Wichtigste für euch. Das gebe ich euch jetzt. Setzt um. Das Missionsbefehl ist auch keine Missionsoption. Es ist ein Befehl. Und darum, der gilt heute noch. Viele Kirchen machen das weg. Pah, Jüngerschaft, kompliziert. Machen wir nicht. Wie soll das gehen? Das war Sellemals, Dormals, ne? Heute ist Jüngerschaft nicht mehr so wichtig. Solche Lügen nimmt man an. Aber dieser Auftrag steht. Matthäus 28, 18, Vers 20, bis 20. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten.
Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, werft ihnen die Rettungsringe zu, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Trinität Gottes ist so wichtig. Der dreieinige Gott auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Lehrt sie alles zu befolgen. Alles, was ich euch aufgetragen habe. Jesus hat sehr viel gelehrt und aufgetragen. Und diese Worte müssen wir im Herzen haben. Wir müssen daraus lernen und sie umsetzen. Ihr dürft dann sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt, bis dieses Ende dieser Welt gekommen ist. Also dieser fünffältige Dienst, es sagt ja auch immer, es ist keine Ein-Mann-Show in die Gemeinde. Fünffältiger Dienst, wofür schlägt dein Herz, wo sind deine Gaben im fünffältigen Dienst? Setz das um, bring das ein. Es sind Geschenke, die Jesus der Gemeinde gibt. Dieses A gleich Help, ja, das Akronym Help ist Englisch Hilfe, ja, soll unterstreichen, dass der Apostel eine Hilfe ist für den Hirten, den Evangelisten, den Lehrer und den Propheten und für die Gemeinde und die Welt, für die Gemeinde und die Welt fruchtbar zu machen. Die Gemeinde und die Menschen in der Gemeinde zuzurüsten. Ja, das ist die Bedeutung von Gemeinde. Das müssen wir wieder begreifen, das ist so wichtig. Gott gibt diesen fünffältigen Dienst. Er gibt sie als Geschenke in die Gemeinde, damit wir erfolgreich Menschen retten können und hineinführen können in den Dienst. Ja? Das ist der vierte Punkt. Dienst, wofür schlägt dein Herz? Wo hat Gott was in dich reingelegt? Was liebst du? Was liegt an dir an Talenten und Gaben schon zugrunde? Und wo will Gott dich noch zurüsten in diesem wunderbaren Dienst? Dienst ist ja auch, wenn man dieses Wort Dienst holt, ja, bedeutet auch dienen, D, im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Ja? So ist das gedacht. Dienst im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. So kannst du das Wort Dienst auseinander dividieren. Ja? Wofür schlägt dein Herz? Was ist wichtig für dich? Diese Gnadengaben des Heiligen Geistes, die will Gott uns geben, wenn wir wirklich ihn im Herzen tragen und diese Sehnsucht haben, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Ich gehe jetzt nicht mehr auf alles ein, denn es ist zu spät sonst, das fessel ich euch zu lange hier mit dieser Vision. Also der Gott gibt einfach mal Weisheit, er gibt Erkenntnis, er gibt übernatürlichen Glauben, er gibt Gabe der Heilungen. Du betest mit jemandem, der wird gesund und du gibst Gott die Ehre. Ja, Wundertaten, Zeichen und Wunder gehen einher mit dem Evangelium. Gott stellt sich dazu mit Zeichen und Wunder. Wenn wir es verkündigen, wenn wir es nicht nur für uns nehmen, wenn wir es weitergeben, dann stellt sich Gott dazu. Ja, Wundertaten erleben wir, Prophetie für Gott sprechen, Prophemi für Gott. Wenn du das Evangelium weitergibst, dann sprichst du schon für Gott. Ja, wenn du Eindrücke weitergibst, Impulse weitergibst, du sprichst für Gott. Unterscheidung der Geister, du weißt, welcher Geist ist da am Wirken. Du erkennst es, das Sprachengebet, du sprichst in anderen Zungen, weil du gesalbt bist mit dem Heiligen Geist. In anderen Sprachen reden, das tust du zur Erbauung von dir selbst. Ja, und dieses Sprachengebet ist wichtig, suche das, hab Hunger. Hab Hunger. In China, die Christen dort, die beten so lange, die beten manchmal tagelang durch, damit sie diese Geistestaufe erleben, dass sie in anderen Sprachen reden können. Sie haben diesen Hunger. Und die werden gesalbt. Und die bekommen eine Gebetshaltung, einen Gebetsgeist durch den Heiligen Geist gewirkt. Also bitte den Heiligen Geist, dich auszurüsten. Funktionsgaben, kann ich auch nicht auf alles eingehen. Ja? Aber die gibt der Heilige Geist und die legt er in dich rein. Ja? Wenn man das in Römer 12, 6 bis 8 liest. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, von ihm zu nehmen und zu reden. Ja? Dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Konform mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Zweitens, dem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen.
praktische Dienste, einem Bruder und Schwester zu helfen, anzupacken, handwerklich oder wie auch immer, Umzug oder was es auch ist. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Ich will diesem Auftrag gerecht werden, der ist als Last und Bürde auf meinem Herzen. Und ich will dem gerecht werden, ich will das gut tun. Ja, manchmal geht das irgendwie manchmal nochmal unter, weil man wird irgendwo nochmal mit Traurigkeit da konfrontiert. Freunde verlassen einen, geben auf auf dem Weg, verlassen das Schiff. Das Schiff zu verlassen ist ja kein Problem, wenn man sie dann auch segnen kann und senden kann. Aber wenn sie dann weggehen und sich keiner Gemeinde mehr anschließen und sie laufen eigentlich wieder irgendwo ohne Gott und ohne Gemeinde, sind schiffsbrüchig und gehen wieder ins Meer. Alles erlebt schon sehr, sehr oft bei 19 Jahren Gemeindebau, wo wir auch hauptamtlich leiten. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Ermutigung ist so wichtig, auch Ermahnung ist wichtig. In der rechten Herzenshaltung, dass man auch hilft. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Ja, wenn du geben kannst, du verdienst mehr, wie du brauchst zum Leben, gib's weiter. Gib's weiter an die Armen, an die Bedürftigen, die Not haben, die um ihr Brot ringen müssen, die für eine Schale Reis meilenweit laufen würden. Gib es ihnen weiter. Kümmere dich um die Armen und du wirst gesegnet sein. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Leidenschaft, die muss ich mir auch immer wieder von Gott schenken lassen. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Gerne dem Herrn dienen. Also diese Einheit ist Gott so wichtig. Einheit. Mit allem Fleiß sollen wir die Einheit bewahren. Jesus war es ein großes Anliegen, diese Einheit, dass sie in der Gemeinde vorherrscht und dass sie dort regiert. Zum Beispiel hier in Johannes 17. Johannes 17 ist ja alles ein hohes priesterliches Gebet, ein Gebet Jesu an seinen himmlischen Vater. Und in diesem Gebet legt er den Nagel nochmal tief für Einheit, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dass auch sie in uns eins seien. Gott ist mal total Einheit, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da segnet der eine den anderen. Der Vater spricht über seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Ja, Jesus spricht über seinen Vater. Ja, was ihr mich tun seht, das kommt vom Vater, das kommt nicht von mir. Diese Gemeinschaft mit dem Vater suchte Jesus immer, immer in stillen Zeiten, schon vor Anbruch des Morgens. Er suchte den Vater und der Heilige Geist. Jesus gibt dem Heiligen Geist die Ehre. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe, aber ich sende euch den Tröster, den Heiligen Geist. Und er wird euch in die Tiefe der Gottheit hineinführen. Er wird euch an alles erinnern. Lebendig halten, den Heiligen Geist. Ja? In uns eins sein, damit die Welt glaube. Wenn wir verstritten untereinander sind, dann erkennt die Welt nicht. Die Menschen draußen oder Gäste, die zu uns kommen, die erkennen nicht, dass Gott in uns lebt. Wir müssen uns für Einheit entscheiden und dürfen uns nie aus der Einheit herausnehmen, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus sucht Einheit in unserer Herzenshaltung, in unserer Bestimmung. Ja? Somit bin ich jetzt am Ende dieser Botschaft. Ich werde noch einen zweiten Teil machen. Es ging es hauptsächlich um den Auftrag. Und das nächste Mal werden wir uns mehr um die Segel kümmern. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich mache, vielleicht mehrere. Ja? Die Vision vom Segelschiff und ihre biblische Grundlage. Wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Diese biblische Grundlage ist mir wichtig, dass wir erkennen, das Wort Gottes steht voll und ganz dahinter, hinter dieser Vision. Darum, wenn einer noch nicht gerettet ist, nimm den Rettungsring Jesus Christus an. Lass dich von ihm retten. Nimm ihn in dein Herz auf und lass ihn dein Leben bestimmen. Wer mir nachfolgt, sagt Jesus, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Greif zu. Zweitens, werfe den Menschen die Rettungsringe zu. Wenn du gerettet bist, dann muss es dir ein Herzensanliegen sein, deinen Mitmenschen
Arbeitskollegen, Verwandten, Bekannten, Freunden, egal wer es ist, den Rettungsring immer wieder zuzuwerfen. Du brauchst Jesus. Ohne ihn in deinem Leben gehst du verloren. Die Teufel und die Hölle, die Hölle ist ein realer Platz. Das ist ein realer Platz. Und Jesus redet mehr über die Hölle als über den Himmel. Interessant. Und er warnt die Menschen. Geht nicht dahin. Ein schrecklicher Ort. Ewige Pein. Ewige Qual. Ja, wenn du mal Schmerzen hast und dann weißt du schon, wie du gewählt bist und du tust alles dafür, dass die Schmerzen aufhören. Ja? Und da gibt es kein Ende dieser Schmerzen. Ewige Qual, Finsternis, Dunkelheit, Trennung von Gott. Jesus warnt da immer, immer wieder. Geht nicht dahin. Nehmt den Rettungsring, lasst euch retten. Und wir als seine Kinder werfen die Rettungsringe den Menschen zu. Macht ihr sie gesund. Jesus sagt ja, geht hin, heilt die Kranken. Treibt die Dämonen aus. Sonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Tut das, ihr Lieben. Ja, das gilt heute noch. Macht sie gesund. Betet für die Kranken. Seid mutig und stark. Denn Gott heilt, nicht ihr heilt. Ihr betet. Ja? Diene dem Herrn mit Freuden. Ja? Diene dem Herrn nicht, oh, muss ich jetzt nochmal in der Gemeinde dienen? Muss ich nochmal den Job machen? Muss ich nochmal putzen gehen? Ja, muss ich nochmal? Da ist ja auch alles Arbeit, was damit zusammenhängt. Das geschieht nicht von selbst. Auch wenn hier sonntags alles zum Gottesdienst vorbereitet ist, da muss man sich ja drum kümmern. Da muss ja auch irgendwie Technik alles zusammenpassen, damit es auch so weitergegeben werden kann, wie es Gott gefällt. Diene dem Herrn mit Freuden. Bring deine Gaben und Talente ein. Lass dich gebrauchen auf diesem Schiff. Da gibt es viel zu tun. Ja? Ermutige, besuche Geschwister. Ermutige, richte auf. Lade ein. Bete. Ja, ein großes, wirklich Segel ist das Gebet. Gebet ist so wichtig für die Gemeinde. Dass das alles geschieht, dass die Umsetzung geschieht. Lobpreis, Anbetung, ganz, ganz wichtig. Ich will dafür beten, dass Gott die Arbeiter für dieses Schiff freisetzt. Dass da echt eine Mannschaft zusammenkommt, eine Crew, die Gott gefällt, die in der Einheit zusammen ist und einander unterstützt, ermutigt, hilft, trägt. Wirklich, dass die Segel hochkommen. Was die Segel bedeuten, da werden wir dann nächsten Sonntag auch drüber reden. Vater, ich danke dir so, dass du mir diese Vision vom Segelschiff der Liebe Gottes geschenkt hast und mir alles auch so erklärt hast, was wichtig ist für Gemeinde und Kirche, Herr. Die Gemeinde Jesu, die ja dich verherrlichen soll und dass die Menschen erkennen, dass du lebst, dass du real bist, dass du die Liebe zu den Menschen noch nicht verloren hast. Du gabst dein Bestes, deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, dass wir dich haben, Herr. Wir haben zugegriffen bei dem Rettungsring. Lass auch alle Menschen erkennen, dass sie Rettung brauchen. Dass sie nicht nur Religion brauchen, sondern auch Rettung und eine Liebesbeziehung mit dir, der du dein Blut vergossen hast auf Golgatha für alle unsere Sündenschuld. Und wir aber, lieber Vater, rufen dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns antreibst. Dass du uns wirklich Wind in den Segel gibst. Und dass du uns die Gemeinschaft gibst, die uns wirklich ein Kompass ist, eine Ausrichtung, dass wir aufs Gemeinde noch auf Kurs sind, auf Kurs Himmel. Unsere himmlische Berufung soll fest sein in unserem Herzen. Vater, ich bitte dich, dass du diese Vision immer noch in unseren Herzen verankerst, dass wir danach streben und leben. Du gibst mir immer wieder Orientierung. Du sprichst immer wieder zu mir, Herr. Jetzt über 18 Jahre sprichst du immer wieder durch diese Vision zu mir, Vater. Ich danke dir, Herr, für dein Reden, für deine Offenbarung, für deine Übernatürlichkeit, Herr. Dass du real bist, dass du lebst, dass du Glauben in unseren Herzen verfestigst. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.